Friends, was geht und willkommen zu Neujahrs-Update Part 2, I guess, Solgaleo. Die Infos wurden jetzt auch veröffentlicht und es ist nicht Lily oder Elio, wie ich so predicted habe in dem Video. Es ist tatsächlich der Player, also wir, so wie bei Flamely und Pikachu. Kann man mal machen. I don't know. Ich hätte Lily am besten gefunden, aber ey, okay, whatever. Es sind wir halt einfach, I guess. Und er ist Typ Stahl, wie ich es halt auch predicted habe. Weak versus Ground. Macht halt auch vom Business, ne, am meisten Sinn halt nur, ne. Ist halt immer noch ein Gacha-Game. Das Business-Modell muss man treu bleiben. Kann man nicht verübeln, ist halt einfach so. Also, Stats-wise, auf 120, 529 AP, 369 AP, 69 by the way, I like that. 315 Special Attack, aber ich glaube, die Special Attack ist bei Solgaleo scheißegal, I guess. Vor allem, weil es halt Stahl ist. Bulk 498. Ist ganz cool. Was, wenn wir Max Promotion machen? Mit den ganzen Pässe und so. Wahrscheinlich halt, wenn man es 100%, was ich denke, ich wieder machen werde. 629, 409 Attack. Okay, das ist schon wieder. Es sind halt wieder 40 Attacks, so wie bei Mewtwo es 40 speziell Offensive waren. Und es ist auch 40 speziell Offensive. Ist es alles 40? Es ist alles 40. Okay, es ist alles 40. Okay, cool. Alles klar, okay. Das heißt, 20 Potenzialpässe sind 40 Stats. Okay, kann man sich merken für die Zukunft. So, Tags. Attack up self und Stat increase immunity. Okay. Okay. Okay, so, Moves, Metal Claw. Von Typ Stahl, klar. Physisch, klar. 21 Attack auf Base, halt Standard. Und 25 macht es dann auf maximal 95% Genauigkeit. Und has a very small chance of raising the user's attack. Also hat eine sehr kleine Chance, die Attacke von uns zu erhöhen. Verbraucht nur 1. Und ich sehe jetzt schon in dieser Anführungszeichen 9 Meter, weil der Koop schneller gemacht worden ist, dass Metal Claw broken ist. Metal Claw ist broken. Plus Stat decreases Immunity, aber darauf komme ich dann später nochmal zurück. Also ich bin jetzt schon sprachlos, also es fängt heftig an. Es fängt heftig an. So, dann die zweite Attacke. Sun Steel Strike. 100 auf Base und 120 auf maximalen vom Schaden her, 100% Genauigkeit, 3 Kosten. Ignores passive skills that would reduce the damage of this attack. Alles klar, okay, das heißt, es ist so gesehen totaler Schaden. Wer League of Legends zum Beispiel kennt oder andere RPGs, totaler Schaden bedeutet halt einfach, es ist genau der Schaden, der da angegeben ist, plus halt die Skalierung, ne, wie man halt skaliert. Es ignoriert halt einfach alles und geht zu 100% durch. Und das ist das hier. Es ignoriert halt einfach passive Skills, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ein Pokémon eine Passive hat oder irgendwas aktiviert, was eine Passive dann wird, zum Beispiel 50% weniger Schaden, das ignoriert es halt einfach, die Attacke. Geht einfach zu 100% durch und macht dann entweder 100 oder 120 Schaden. Ignores passive skills that would protect the target against a critical hit. Alles klar. Das heißt, selbst wenn wir in einer EX-Challenge oder was weiß ich sind, wo dann der Raid-Boss in Anführungszeichen einen Skill macht, wodurch ihr nicht mehr critten könnt. Bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel Eugen. Da macht der Meistergriff irgendwann Volltreffer-Block. Ignoriert er einfach. Er crittet trotzdem durch. Ja, muss los. Opponents cannot endure this attack. Wie kann man das am besten übersetzen? Ich bin mir sicher, damit ist einfach gemeint, es geht einfach zu 100% durch, egal ob man es blockt, was weiß ich alles. Also die Attacke geht einfach zu 100% durch und macht 100% True Damage. An sich, ich denke, ist damit gemeint, mit diesem gesamten Kontext hier. Sollte ich falsch liegen, lasst es mich wissen, aber ich meine, ja. So, Bright as the Sun. 2 Aufladung. Kostet aber dann auch 3. Sein Buff kostet auch Leiste. I don't know. Drastically raises the user's attack, special attack und accuracy.
Alles klar. Angriff, Spezialangriff und Genauigkeit sind einfach instant plus 3. Wenn man zweimal benutzt, plus 6. Aber man hat dann auch 6 Leisten verloren, ne? Mit der neuen Meta... I don't know. Also man könnte es einmal benutzen und dann Metal Claw Spam, weil das kostet halt nur 1 und kann auch nochmal die Attacke raisen. Oder man spammt halt einfach nur Metal Claw durch und lässt den Buff weg. Ja, schauen wir mal. Okay. So, Focus Blast. Eine spezielle Kampfattacke. Ja gut, kann man mal machen. Kann man mal machen. Also... Weiß ich jetzt nicht. Es sind halt, wenn man ihn nicht 100% max, 315 Special Attack, 369 Attack. Ja, ist okay. Also, macht 142 auf Base und 170 auf Max, hat 70% Genauigkeit. Ich merke schon, er trifft nicht zu 100%, ne? Außer seinen Sunsteel Strike. Ja, okay. Okay, die 70% ist schon heftig, aber ich meine, wenn wir uns auf plus 3 Accuracy einmal buffen, dann sollte, glaube ich, jede Attacke zu 100% treffen. Denke ich. Ja, Focus Blast hat dann noch, has a very small chance of lowering the target special defense. Ne, also hat eine kleine Chance, die Spezialverteidigung des Ziels zu verringern. Ne, minus 1, dies, das, Ananas. Sync Move, Shining Friendship, Sunrays, Smash. 250 auf Base und 300 auf Max. Stronger Sync Move, ne? Hat keine zusätzlichen Effekte und dann natürlich die passive Stats cannot be lowered. Wie bei Xatu, dass Stats nicht verändert werden können, reduziert werden können, wenn man einmal gebufft ist. Was übel strong ist, und jetzt komme ich darauf zu sprechen, was ich meinte mit Metal Claw und Stat Decrease. Wenn man sich halt bufft und wenn man halt Glück hat, man hat hier Attack Raise oder man drückt einmal das und dann Metal Claw durchspam. Das ist schon broken, weil eure Stats können auch nicht decreased werden. Und wenn ihr dann auf dem Feld irgendwie keine Ahnung was habt, Zepi Royal oder jetzt zum Beispiel Cyclops Sidin Man, dann ja. Könnt ihr gerne mal einen Sunsteel Strike oder einen Focus Blast durchballern, je nachdem, was effektiver gerade ist, ne? Ob physischer Schaden oder spezieller Schaden gegen den Gegner mehr Schaden macht. Das Mon ist auf dem Blatt Papier broken. Also ich würde jetzt nicht tatsächlich sagen, es ist übernatürlich broken, sodass es alles outshined. Aber es ist gestört strong. Es kann sogar sein, dass dieses Mon Vulvarok und Gewaldro ersetzt. Es kann sein, weil halt einfach durch die neue, in Anführungszeichen immer noch, neuen Meta-Shift, weil der Korb halt schneller ist, sind Attacken mit 1 oder 2 Kosten 100 mal stärker als Kosten, also Attacken mit 3 Kosten. Und Metal Claw, ja, plus diesen Buff. Also es ist schon heftig. Man könnte direkt von Anfang an sich auf plus 3 buffen und dann Metal Claw durchspammen, weil das eh nur plus... Also es kostet halt nur 1. Den Rest könnte man ignorieren an sich, außer man braucht irgendwie noch schnell DPS-Output und dann Sync Move oder Unity oder so. Das ist schon... Es ist strong. Es ist echt strong. Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist echt strong. Lasst mich mal eure Meinung in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Stimmt ihr mir zu? Freut ihr euch darauf? Ja, und Base Potential sind doch 5 Sterne. Also das, was manche Leute spekuliert haben, er wird 3 Sterne sein und man muss ihn dann hochgrinden auf 5 Sterne und so. Ist, glaube ich, nicht true, weil ich bin mir sicher... Das stimmt hier schon alles, weil der Rest stimmt ja auch immer auf der Seite. Das heißt, er wird wie Mewtwo sein. 5 Sterne und dann muss man die Potenzialpässe und die Dupes grinden. Und sie haben mir gesagt, sie haben es reduziert. Ich freue mich mega drauf. Ich bin gespannt, was sie reduziert haben, was sie verändert haben. Wie lange man dann braucht, um ihn zu 100%. Und es wird definitiv einen Showcase kommen. Und dieses Mal werde ich den auch vorher 120 machen. Ne? Also es gab ja einige Leute, die sich dann aufgeregt haben. Ich meine, es sind nur 40 Spezialoffensive bei Mewtwo gewesen. Das sind
100, 200, vielleicht 300 Damage gewesen, Unterschied. Hätte man sich ausdenken können, ne? Aber okay, whatever. Für manche Leute ist halt 100% nur 100%, wenn alles fertig ist, ne? Aber, ja. Okay, whatever, egal. Also, ich freue mich mega drauf. Das Mon sieht übel strong aus. Meine Prediction ist, es wird richtig strong. Es wird broken strong, wenn es so ist, wie ich es denke. Und wenn es wirklich so ist, wie ich denke, wird es Vulvarok und Gewaldro ersetzen. Schauen wir aber mal, wie das Ganze sich so shiftet. Und vielleicht haut DNA irgendwie noch einen Fix raus oder überarbeiten den Koop nochmal ein bisschen, bla bla bla. Schauen wir einfach mal. Aber nichtsdestotrotz, sollte euch das Video gefallen haben, freut euch auf Solgaleo, lasst es mich wissen, lasst es mit einem Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen, hilft diesem Video ungemein, vor allem unseren Channel. Möchtet ihr in Zukunft nichts verpassen, abonniert diesen Kanal, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.